herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem ersten Spieltag der Regionalliga Bayern, an dem der SSV Jahn am morgigen Donnerstag das Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern bestreitet. Und zwar um 19 Uhr empfangen wir Viktoria Aschaffenburg. Ein paar Infos noch vorab. Bisher wurden ca. 3000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Wir rechnen mit ca. 30 bis 50 Gästefans. Und die Gesamtzahl einzuschätzen der Zuschauer fällt uns ziemlich schwer, weil wir hier auch noch wenig Vorerfahrung haben. Wir rechnen jetzt mal mit 5000 aufwärts. Sollten es dann auf einmal deutlich mehr werden und 8000 Zuschauer kommen, dann wären wir darauf auch vorbereitet. Nichtsdestotrotz bitten wir natürlich die Leute, sich die Tickets nach Möglichkeit im Vorverkauf zu holen. Das geht heute noch im Fanshop bis 18 Uhr oder am morgigen Donnerstag bis 14 Uhr. Und die Abendkassen machen dann ab 17.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Spiel auch wieder auf. Das bitte nochmal der Hinweis an die Fans, aber auch an die Journalisten vielleicht zum Erwähnen, um einfach dann Schlangen zu vermeiden, weil auch in dem neuen Stadion, wenn man kurz vor Anstoß kommt, dann können einfach nicht alle gleichzeitig rein. Ansonsten, online kann man sein Ticket natürlich auch buchen. Das ist eigentlich der einfachste Weg. Und dann ausdrucken und scannen. Du brauchst das nicht. Christian Brandt, unser Cheftrainer, ist wie immer bei mir. Und meine erste Frage an dich, Christian, lautet natürlich dein Fazit der Vorbereitung. Bist du zufrieden? Ja, soweit schon, wobei es auch so ein bisschen trügerisch ist, weil wir mehrheitlich gegen oberklassige Mannschaften gespielt haben. In Nürnberg, 60 München und Greuther Fürth, das waren natürlich ganz andere Mannschaften als die wir jetzt in der Liga haben. Von daher bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig. Die Jungs haben sehr, sehr gut gearbeitet. Ich glaube, wir sind nicht sowohl physisch als auch spielerisch weitergekommen im technisch-taktischen Bereich. Und morgen geht es dann wirklich los und das zeigt uns dann den tatsächlichen Leistungsstand, den momentanen Leistungsstand. Schauen wir auf den Kader. Definitiv ausfallen dürften Paulus und Kreppenbach. Richtig? Ja, die fallen aus. Hast du eine Spinne entdeckt? Ja. Sehr gut. Fragezeichen habe ich bei Nachreiner, Luge, Schöpf und Pusch. Magst du dazu was sagen? Ja, André Luge wird im Aufgebot sein. Der Kolja hat mir soweit grünes Licht gegeben, der wird heute wieder trainieren. Und Dani Schöpf, der trainiert schon die gesamte Woche mit, der wird auch dabei sein. Nachreiner? Wird eher schwierig, hat immer noch so ein bisschen Adduktorenprobleme. Okay, schauen wir auf den Gegner. Viktoria Aschaffenburg ist als Bayernligameister aufgestiegen in der letzten Saison. Den Trainer könntest du kennen. Hast du gegen den selbst gespielt sogar? Gegen Komjenovic? Ja, gegen den habe ich noch gespielt. Der war früher bei Eintracht Frankfurt und ich weiß nicht mehr. Das war ja immer einfache Spieler eigentlich dann. Ja, naja. guter Spieler und offensichtlich auch ein sehr guter Trainer, weil die haben seit Oktober letzten Jahres kein Pflichtspiel mehr verloren. Hast du sie in der Vorbereitung beobachten lassen? Ja. Also kann dich nichts überraschen? Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich ist das erste Spiel und die haben auch gegen unterklassige Mannschaften teilweise getestet. Die Spieler sind mir jetzt nicht super geläufig, ich habe die natürlich recherchiert. Es ist halt so wie in der Vorbereitung, da sind die Ergebnisse nicht immer sehr aussagekräftig, aber ich finde es schon beeindruckend, dass das Team seit Oktober kein Pflichtspiel mehr verloren hat und wir werden sie sicherlich nicht unterschätzen. Vielen Dank, Christian. Das war's von meiner Seite. Dann übergebe ich die Fragestellung an die anwesenden Journalisten. Wir sind scharf von der mittelbaren Zeitung. Willst du den Anfang machen? Bist du schon bereit oder schreibst du noch? Ich schreibe noch eine Sekunde und ich komme. Dann Feuer frei. Herr Brandt, zum System haben Sie erwähnt, dass Sie 3- oder 4-Kette Variablen einstudiert haben. Haben Sie sich schon entschieden, welches System Sie morgen spielen werden? Noch nicht so ganz. Ich muss heute mal schauen, wie es im Training läuft. Auch wer dann wirklich hundertprozentig einsatzbereit ist, hängt auch ein bisschen davon ab. Sie meinen hundertprozentig, die eben genannten Schöpf, Push etc. sind auf jeden Fall im Kader, aber vielleicht nicht hundertprozentig, also Kandidaten für die Startelf dann. Ja, also wir haben gestern Nachmittag haben wir nicht trainiert und heute Morgen auch nicht, von daher muss man ein bisschen abwarten, wie es den Spielern geht. Von daher kann ich das noch nicht so hundertprozentig genau sagen. Sie werden natürlich nicht die gesamte Aufstellung verraten, nur gibt es eine Reihe von Spielern, die wirklich gesetzt sind, wo wir auch sicher davon ausgehen können, für den Aufstellungsvorschauen, die werden auf jeden Fall dabei sein.
sein. Ja, also im Tor wird der Philipp Penke spielen, dann wird Olli Hein spielen, der Markus Paionis, vorne der Markus Ziereis, Marvin Knoll wird spielen, Thomas Kurz vermutlich, dann Uwe Hesse und bei Marcel Hofrat wird spielen. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weiter so aussieht, dann hängt es auch noch ein bisschen vom System ab. Wie groß wird der Kader sein morgen? Ja, ich hoffe schon, dass wir 18 Spieler zusammenkriegen. Also 18 darf man ja nominieren und können bis jetzt ganz guter Dinge, dass es auch tatsächlich 18 werden. Beim Thomas Paulus waren es wieder Muskelprobleme irgendwie in der Vorbereitung. Ja, der hat ja gegen die Ostbayern-Auswahl gespielt und das Spiel selber war für ihn okay, aber danach hat er wieder ein bisschen Probleme bekommen. Also die alte Verletzung ist da wohl noch nicht ganz verheilt und er braucht vielleicht noch ein paar Tage, um da fit zu werden. Und letzte Frage. Der Till hat schon erwähnt, ist noch überhaupt nicht einzuschätzen, wie viel morgen, wie viele Zuschauer morgen an der Abendkasse noch dazustoßen werden. Sie haben aber viel von der Euphorie gesprochen, die Sie entfachen wollen. Die Ergebnisse waren ohnehin gut, aber 3000 Zuschauer, die jetzt mal fix da sind, das hört sich jetzt natürlich nicht riesig an für das Regionalliga-Eröffnungsspiel im neuen Stadion. Bedauern Sie das oder ist das heute nicht zu ändern? Also dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. So viel haben wir im letzten Jahr, glaube ich, in keinem Spiel im Vorverkauf abgesetzt. Also das ist eine sehr hohe Zahl für den Vorverkauf. Also. Ob es ja jetzt eine neue Arena, Saisoneröffnungsspiel. Ihre Meinung dazu, Herr Brandt? Ja, man muss erstmal sehen, dass es Regionalliga ist. Als erstes dann, vielleicht steht das Ganze auch noch unter dem Eindruck der beiden Eröffnungsspiele gegen die Ostbayern-Auswahl und vor allem auch gegen Augsburg. Also man neigt ja schnell dazu, dann zu sagen, klar, gegen Augsburg waren 15.000 da, jetzt müssen doch zumindest mal die Hälfte kommen. Wir haben ja jedes Mal die Möglichkeit, die Zuschauer ins Stadion zu spielen und morgen ist die erste Gelegenheit dazu da. Wenn es dann 5.000 sind, dann ist das, glaube ich, okay und es ist auch völlig in Ordnung, dass die Leute erstmal abwarten, was da geboten wird. Und wie gesagt, wir sind in der Bringschuld. Wir müssen die Leute begeistern und müssen dafür sorgen, dass sie das nächste Mal mit totaler Begeisterung wieder ins Stadion kommen. Danke. Gerne. Herr Jürgen, gibt es weitere Fragen? Peter? Ja, Herr Brandt. Die Spieler schlagen auch in die Euphoriekerbe. Ein Spieler sagt immer, das muss brennen bei jedem Gegner, bei dieser Arena, wenn der kommt, mit breiter Brust rauszugehen. Ist das auch Ihre Vorgabe dann an die Mannschaft bei jedem Heimspiel? Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass es eine gute Mannschaft ist, die wir da zur Verfügung haben. Und ich glaube auch, dass das Selbstvertrauen, dass das schon da ist. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man gerade im Eröffnungsspiel selbstbewusst auftritt, wenn man vielleicht den Gegner dominiert und auch zeitig einen Treffer erzielt, aber es ist halt das Eröffnungsspiel und davon hängt immer eine ganze Menge ab, wie es mit dem Selbstvertrauen weitergeht. Wie gesagt, die Vorbereitungsspiele, sie waren alle in Ordnung, aber sie sind nicht repräsentativ. Also von daher bin ich da, ich bin Realist und ich weiß, wie es im Fußball oft laufen kann und wir spielen mal und ich bin zuversichtlich, dass die Jungs ihr Potenzial morgen abrufen, aber es wird sicherlich morgen auch noch das eine oder andere geben, was vielleicht noch nicht so 100% funktioniert. Die Gefahr, einen letztjährigen Bayernligisten zu unterschätzen, aufgrund auch der guten Vorbereitungsergebnisse, die trügerisch sein können, besteht nicht? Nein, das glaube ich nicht. Also beziehungsweise das glaube ich, dass es, dass die Gefahr nicht besteht. Also die Jungs sind so realistisch und auch das, was ich jetzt aus dem Umfeld der Mannschaft höre und so wie sie auch gearbeitet haben, wissen Sie, dass es unglaublich schwierig ist. Gerade das Spiel gegen die Ostbayern-Auswahl, ganz gleich mit welcher Mannschaft wir da aufgelaufen sind, hat gezeigt, dass es immer schwierig ist, die ganze Zeit das Spiel machen zu müssen, dann einen Treffer zu erzielen, weil die Mannschaften werden sicherlich nicht hier alle total auf Angriff spielen. Die werden sich mehr oder weniger versuchen, hinten reinzustellen, vielleicht auch schnell einen Gegenangriff zu spielen und wir brauchen einfach sehr viel Geduld. Wir werden dann sicherlich in vielen Fällen mehr Klasse haben, aber wir brauchen tatsächlich auch die Ruhe und die Geduld. Wir müssen die ganz einfachen Dinge richtig machen und dann werden wir sicherlich erfolgreich sein können. Danke. Ja. Danke, Peter Pazifal vom Straubinger Tagblatt. Ernst Ibel, Radio Charivari. Ich muss nochmal zurück zum Ostbayern-Auswahlspiel. Da gab es ja viel Kritik, dass die zweite Garde so lange spielen durfte. Und
nicht sehr gut präsentierte. Was war der Grund dafür, dass die so lange und nicht schon in der Halbzeit gewechselt wurden? Also erstmal trenne ich ja meine Mannschaft nicht in A und B. Also ich habe einen Kader von, der ist nicht besonders groß. Ich glaube, es sind 20 Spieler plus zwei Torhüter. Dann ist es einfach so, dass die Trainingssteuerung auf die gesamten vier Wochen der Vorbereitung ausgelegt sind und dass ich natürlich jedem Spieler die Chance geben möchte, sich zu präsentieren. In diesem Test waren, glaube ich, noch drei, vier ehemalige Spieler der U23 dabei. Es waren noch zwei Testspieler dabei, die eventuell so in Frage gekommen wären. Die Jungs haben nicht alles schlecht gemacht. Es gab auch da eine Feldüberlegenheit von unserer Mannschaft. Aber wir haben halt kein Tor erzielt. Und dann ist es so, wie es häufig läuft. Der Gegner kommt einmal nach vorne, die machen es gut, schießen ein Tor. Und dann sind auch ganz, ganz viele junge Spieler halt noch in so einem Reifeprozess, wo sie vielleicht noch nicht so cool sind und das Spiel dann ruhig weiterspielen. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich hier diese Saison mit 14 Leuten spielen kann. Und ich muss ja sehen, auf welchem Leistungsstand sind alle Spieler, und ich glaube, das Spiel gegen die Ostbayern-Auswahl war genau der richtige Test, um zu sehen, wer ist wie weit. Und von daher war das für mich ein ganz, ganz wichtiger Test. Im Spiel gegen Augsburg gab dieses Spiel auch Aufschluss über die aktuelle Stärke der eigenen Mannschaft? Ja klar, wobei man natürlich sagen muss, dass Augsburg hat gegen uns nach vorne gespielt. Die haben versucht, uns zu pressen, und da habe ich auch ganz viele gute Sachen gesehen, wie wir uns befreit haben aus Drucksituationen, wie wir insgesamt auch uns im Stadion präsentiert haben. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, wenn dann plötzlich eine ganz andere Umgebung da ist. Da müssen die Spieler darauf einstellen. Das haben sie gut gemacht. Und da muss man auch sagen, dass die Mannschaft meistens wahrscheinlich eher nicht so spielen werden wie Augsburg. Und weil Augsburg auch Bundesliga ist, und die, da kann man sagen, was man will. Wenn ein Bundesligist gegen eine Regionalliga-Mannschaft spielt, dann können die sich noch so sehr vornehmen, 100% zu nehmen oder zu geben. Dann ist ein Bundesligaspieler, sagt dann, okay, das ist Regionalliga, das läuft schon irgendwie. Und so haben die ja auch ein bisschen gespielt. Bei allem, was wir gut gemacht haben, muss man auch sagen, Augsburg, Vorbereitung, klar, wir spielen ja gegen Regionalliga. Die waren dann sicherlich überrascht, dass wir so gut waren. Und das spricht für uns, aber auch das habe ich nicht überbewertet. Und von daher war das ein guter Test, aber auch für ganz, ganz viele andere Dinge. Vor allen Dingen auch ein mentaler Test für die Spieler, wie wir auftreten wollen in der Arena. Der Jan will ja natürlich unbedingt wieder aufsteigen, gleich nächste Saison. Wer sagt das? Das sagen die Fans, das sagen eigentlich alle. Es muss, es ist eigentlich ein Muss, dass der Jan wieder aufsteigen muss. Zwei Jahre in der Regionalliga, das wäre, glaube ich, der Worst Case, kann man vielleicht sagen. Aber sagen auch die Trainer der Regionalliga, die meisten, der Jan ist der Favorit mit Bayern München 2 und so weiter. Ist es doch schon eine schwere Bürde, eine Last, die man schon zu Beginn natürlich hat? Also Sie wissen ja, wie solche Umfragen zustande kommen. Da sind 18 Trainer und dann sagen 16, okay, wer ist ein Absteiger? Jan Regensburg. Puh, okay. Damit die mir nicht auf die Nerven gehen, sage ich mal, Jan Regensburg soll wieder aufsteigen. Damit nehme ich mir selber erstmal eine ganze Menge Druck. Dann nehme ich die zweite Mannschaft, die noch in Frage kommt, zur Noten. Bayern München spielt mit, dann nenne ich mal Bayern München, weil die immer Favorit sind, ganz gleich, wo die spielen. Von daher ist das auch so ein Muster, so ein bisschen ohne Wert. Das sind Aussagen, die ich nicht überbewerte. Ich glaube, von diesen 18 Trainern kennen vermutlich 14 oder 15 nicht mal ganz genau die Kaderstärke eines Mitkonkurrenten oder eines Mitbewerbers um die Aufstiegsplätze. Und von daher hänge ich auch diese Aussagen nicht zu hoch. Es ist ja ein leichtes, immer die Favoritenbürde oder Rolle abzugeben. Das macht man auch gerne, das ist ja auch in Ordnung. Und zu dem Hinweis, dass wir aufsteigen müssen. Ich sage nochmal, also ich mache nicht auf Understatement, aber wir haben eine gute Mannschaft, aber diese Regionalliga ist brutal schwierig. Und ich werde nicht einen einzigen Gegner unterschätzen, beziehungsweise auf die leichte Schulter nehmen, ganz gleich, was für Namen da kommen oder wohin auch wir immer reisen mögen. Aber ich werde auch nicht sagen, wir müssen aufsteigen, weil das ist einfach eine lange Saison, das ist eine extrem lange Reise. Und morgen treten wir die Reise an mit dem ersten Schritt gegen Aschaffenburg. Und na klar, es ist wichtig, dass man bei so einer Reise schon mal in die richtige Richtung anfängt. Aber ich denke, die Botschaft an die Mannschaft wird sein, wir wollen aufsteigen, wir wollen Meister werden. Meine Botschaft ist es nicht. Meine Botschaft ist, dass wir geduldig sein müssen, dass wir unseren Fußball spielen, dass wir die Euphorie, die wir jetzt so ein bisschen entfacht haben schon, die Begeisterung für die Art und Weise, wie das Team spielt, dass wir das weiterführen können.
Und dann, glaube ich, kommt alles weitere von selber. Ich denke, wenn man jetzt irgendwie unnötig Zielvorgaben ausgibt, bevor das erste Spiel anfängt, dann entfacht man ja eine Aufregung, die der ganzen Situation nicht gerecht wird. Ich glaube, wir waren sehr ruhig und gelassen, aber trotzdem fokussiert und professionell während der gesamten Vorbereitung. Und wir tun auch gut daran, diese Gelassenheit weiter mitzunehmen und die Leistung abzurufen, die sicherlich auch in der Mannschaft steckt, von der ich aber weiß, dass es nicht immer leicht wird, sie abzurufen. Jetzt versucht ja die Mannschaft wie die FC Bayern München 2 seit Jahren eigentlich aufzusteigen wieder, oder nicht wieder, sondern aufzusteigen generell, und schafft es nicht. Ist diese Liga wirklich so schwierig, diese Regionalliga? Ja, also was heißt schwierig? Es ist einfach so, dass dann, wenn man mal die Spiele noch schaut, es geht ja nicht nur darum, die Liga zu gewinnen, man muss ja auch die beiden Relegationsspiele zu gewinnen. Das ist, also ich rede jetzt nur über Bayern München, das ist eine Nachwuchsmannschaft. Und Nachwuchsmannschaften, die haben einen großen Nachteil, sie kommen aus dem Nachwuchs und da fehlt ganz, ganz viel Erfahrung in so entscheidenden Momenten. Bayern München ist einer der besten Vereine der Welt, die werden ihre Schlüsse daraus gezogen haben, und ein Schluss für diese Saison besteht darin, dass sie Spieler, die Angebote aus der zweiten und dritten Liga haben, dass sie gesagt haben, nee Junge, läuft nicht, du bleibst schon hier, weil dieses Jahr machen wir mal richtig ernst, du spielst hier dritte Liga, beziehungsweise vierte Liga, und wir wollen mit dir in die dritte Liga. Und das ist, glaube ich, schon Aussage genug, weil die haben Spieler dabei, die oben trainieren, die dann aber extrem häufig zum Einsatz kommen werden in der Regionalligamannschaft. Das wird eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft sein, aber es ist nach wie vor eine Nachwuchsmannschaft. Und Erfahrung und Alter kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und das ist auf so einer langen Reise durch so eine Regionalliga, ist das extrem wichtig. Und junge Spieler können nicht immer konstant sein. Und das begleitet ja diese Nachwuchsteams auch schon über all die Jahre. Und die versuchen das dann auszugleichen. Sie holen dann noch erfahrene Spieler dazu. Das macht Bayern München jetzt auch. Die haben den Heinz Lappe geholt aus Ingolstadt. Der ist schon 27 und da sind noch so ein paar andere Jungs, die das Altersniveau anheben. Und so versuchen die halt jedes Jahr sich zu verbessern und versuchen den Aufstieg zu schaffen. Jetzt sind wir da mit Jan Regensburg und jetzt ist wieder eine Mannschaft, die versucht, das natürlich zu verhindern. Und die selber versucht, so gut zu spielen, dass sie oben mitspielen kann. Jetzt hat es die Mannschaft wie Würzburg geschafft. Mhm. Was hat die so ausgezeichnet, dass sie es geschafft haben, gegen die Mannschaft wie Bayern München eben davor zu stehen? Ja, die haben sehr, sehr realistischen Fußball gespielt. Die haben ihre Möglichkeiten sehr gut eingeschätzt, waren defensiv extrem stabil. Und ich glaube, die haben ein einziges Mal verloren in der Liga. Und die haben einfach gewartet, waren sehr geduldig, haben gewusst, dass das eine sehr lange Reise wird. Und sie waren richtig gut vorbereitet auf das Jahr und haben es deshalb auch verdient aufzusteigen. Also es zeigt, dass es machbar ist. Ja, natürlich. Das zeigt ja jedes Jahr. Weil es gibt ja jedes Jahr zwei Mannschaften, die den Weg aus der vierten in die dritte Liga schaffen. Also unwegbar ist es nicht. Es zeigt auch, dass es Nachwuchsmannschaften schaffen. Aber ich meine, in der Relegation hat Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Klar, da ist es logisch, dass eine Nachwuchsmannschaft aufsteigt. Aber in der anderen Gruppe hat Offenbach gegen Magdeburg gespielt und Offenbach hat die Liga mit 10 Punkten Vorsprung gewonnen. Die haben sicherlich vom Niveau her eine Drittligamannschaft, aber es ist halt schwierig, wenn dann eine Mannschaft kommt, die genauso gut ist. Dann passiert sowas. Das hat alles was mit Reglement und all diesen Auslosungen zu tun, aber damit können wir uns nicht abfinden. Genauso wenig, also ich sage das jetzt auch eingangs mal, ich werde sicherlich nicht jede Woche darüber diskutieren, warum man noch 2 Relegationsspiele machen kann oder muss. Das ist gar nicht mein Thema, weil bis dahin ist nächstes Jahr Mai und dann ist, ja, dann fließt noch viel Wasser in die Donau runter. Okay, danke. Danke, Ernst. Gibt es weitere Fragen? Nicht der Fall, hast du ja auch genug erzählt. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Du kannst auch Stopp sagen. Nein, ich höre gerne zu. Also mir ist das ja egal. Nein. Willst du noch was erzählen? Also die Spinne ist jetzt auch nicht mehr da. Die war gerade noch da. Ja. Aber Tierfreund, aber jetzt ist sie weg. Na gut. War sie vielleicht gleich, weil du so lange geredet hast. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ich muss mal gucken, wie es ist. Hoffentlich lebt sie. Alles klar. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke auch wie immer fürs Zuschauen auf JAR TV, und die Spinne werden wir schon mal retten.